Ja, hallo, ich bin's nochmal, Elke Seppmann aus meinem Künstleratelier am Haverkamp. Heute möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Als ich 11 Jahre alt war, tauschte mein Vater seine goldene Armbanduhr, also der einzige Schatz in unserer Familie, gegen einen amerikanischen Straßenkreuzer. Das war das Auto, ein Kaiser Frazer, 1951 gebaut. Da war ich gerade 2 Jahre alt. Und wir hatten jetzt ein großes Auto mit viel Platz und konnten mit unserer Familie endlich Reisen unternehmen. Dazu habe ich natürlich auch einige Bilder gemalt. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich in der nächsten Aufnahme. Es gab in unserem Kunstverein mal eine Ausstellungsserie zum Thema Heimat und auch zum Thema Herkunft. Und da lag es ja nahe, dass ich von meiner Familie erzähle und von unseren Touren mit dem Straßenkreuzer, den ich Ihnen vorhin auf dem Foto gezeigt habe. Das sind kleine Gemälde. Ich habe mir denn das Auto ausgedacht, es sieht aber sicher so ähnlich aus wie unser Auto. Und ich habe auf diesem Bild ein Picknick drapiert. Wenn wir zur Nordsee fuhren mit der ganzen Familie, machten wir bestimmt dreimal Rast und es gab immer Kartoffelsalat und Frikadellen, weil die Fahrt damals ja so lang war. Das nächste kleine Bild, das sind Ölbilder, 20 mal 30 Zentimeter groß, zeigt auch wieder diesen Straßenkreuzer und das kleine Zelt, das haben wir uns damals geliehen, in dem wir Kinder dann lagen mit einer Taschenlampe. Und dieses Bild heißt Gute Nachtgeschichten. Man kann sich dann vorstellen, wie der Vater den Kindern in dem Zelt Gute Nachtgeschichten vorliest. Und das dritte Bild, das habe ich mir auch ausgedacht, aber ganz bestimmt ist das auch so gewesen. Wir sitzen in unserem Straßenkreuzer und fahren damit nachts an einer Tankstelle vorbei. Dieses Bild heißt Sprit und Schokolade. Und wir Kinder haben uns immer gefreut, wenn wir an Tankstellen vorbeifuhren, weil es dann immer nicht nur für das Auto Sprit gab, sondern es gab für uns auch immer etwas zu naschen und das machte uns ein ganz heimeliges Gefühl. Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie mir diese Werte vermittelt haben, beim Campen und beim Picknick so viel Genuss zu empfinden und das hat sich auch bis in mein Alter gehalten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Tschüss.